Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen vermissten Fall aus dem Jahr 2019. Die vermisste Person ist Aubrey Demerol. Aubrey verbrachte ihre Kindheit in der kleinen Stadt Grove in Oklahoma. Sie wuchs mit ihrem Bruder und Onkel Christian Fancer auf, der nur 6 Monate älter ist als sie. Aubrey und Christian standen sich von klein auf sehr nahe, was sich auch im Erwachsenenalter fortgesetzt hat. Christian bezeichnete sie als sein Fels und sein Unterstützungssystem. Ihre Verbindung wurde dann noch enger, als sie sich als Teenager outeten und beide gestanden, dass sie in einen Jungen aus der Schule verliebt war. Leider war nicht jeder in ihrem Umfeld bereit, das zu akzeptieren. Christian erzählte mir erst nach Aubreys Verschwinden, dass sie von Leuten in einem Fahrzeug und von der Schule nach Hause gejagt wurde und dass sie Beleidigungen und Ähnliches gerufen hatten, so Pam Smith, Aubreys Tante und Christians Schwester. Laut Pam war es herzzerreißend, dies zu erfahren. Als Aubrey sich in der Highschool als Transgender outete und mit der Umwandlung begann, verstärkte dies die Spannung in der Gemeinschaft und in der Familie noch mehr. Es war etwas, das für alle in unserer Gesellschaft neu war, aber für unsere Familien war es wirklich neu, sagte Fenster. Sie wussten nicht so recht, wie sie es aufnehmen sollen. Ich weiß, dass sie es viel besser hätte verkraften können. Trotzdem tat Aubrey ihr Bestes, um sich nicht unterkriegen zu lassen. Ihre Tante Pam sagte: Wenn ich erfuhr, dass die Leute gemein gewesen waren, antwortete sie jedes Mal: Ist schon gut, Tante Pam. Ich werde einfach weiter für sie beten. Sie ist auch bekannt dafür, dass sie sich mit Menschen anfreundet, die sonst als Außenseiter bekannt waren. Wenn sie jemanden sah, der wie ein Ausgestoßener aussah, nahm sie ihn auf und setzte sich mit ihm zusammen, um ihn kennenzulernen, sagte Christian. So war sie einfach. Sie wollte einfach sicherstellen, dass jeder das Gefühl hatte, einen Platz in der Welt zu haben. Sie war wie eine Glucke, die sich vergewisserte, dass es allen gut ging und sie sich wohlfühlten. Aubrey hatte den Ehrgeiz, Sängerin oder Schauspielerin zu werden. Und Christian sagte, dass sie einem manchmal das Ohr abgesungen hat. Da sei zum Beispiel dieser Couchtisch in der Mitte des Wohnzimmers gewesen. Dieser war sehr stabil. Sie stand darauf, tanzte darauf oder legte sich darauf und ging einfach aufs Ganze und gab eine komplette Vorstellung. Das war Aubrey. Und sie wollte ja im Schauspielunterricht nehmen. Aber leider lebte die Familie, sagen wir mal, in Armut, so dass man sich den Unterricht nicht leisten konnte. Aber sie wollte immer tanzen, auftreten und für andere singen. Aubrey wollte akzeptiert werden, sie wollte geliebt werden und sie selber war voller Liebe. Aubrey zog im August 2018 zurück nach Grove, Oklahoma, nachdem sie einige Monate zuvor mit ihrem damaligen Freund Jay Pearson nach New Mexico zog war. Laut Jay zog sie zurück, um sich wegen Drogen- und Alkoholproblemen behandeln zu lassen. Pam machte jedoch die ominöse Behauptung, Aubrey habe ihr gesagt, sie habe Angst vor ihm. Sie sagte auch, dass er ihr gedroht habe, sie umzubringen, falls sie mit ihm Schluss machen würde. Und in den folgenden Monaten sprach Aubrey nur noch mit ihrer Familie und nutzte die sozialen Medien immer seltener. Ihren letzten Facebook-Post verfasste sie im Dezember 2018. Am 9. März 2019 gegen 3.30 Uhr verließ Aubrey das Haus ihrer Mutter in Grove, um sich mit jemandem zu treffen. Das war 3.30 Uhr morgens. Und bevor Aubrey dann losging, hatte sie mehrere Personen auf Facebook angeschrieben und um eine Mitfahrgelegenheit gebeten. Es ist allerdings nicht bekannt, ob sie jemand mitgenommen hat. Und tragischerweise hat man seitdem nichts mehr von ihr gehört oder gesehen. Eine Frau namens Jeanette Rowbotham rief Jay Pearson am 9. März 2019 an. Sie behauptete, Aubreys Freundin zu sein und dass Aubrey gegen ihren Willen in Ketchum, Oklahoma, festgehalten werde, weil sie ihr Drogengelder schulde. Sie behauptete, Aubrey werde freigelassen, wenn eine Schuld beglichen werde und dass sie getötet werde, wenn dies nicht geschehe. Die Behörden befragten sie, um zu erfahren,
dass es sich um einen Scherz handelte. Sie verhafteten sie und klagten sie wegen Erpressung an. Die Behörden führten mehrere Suchen durch, um Gegenstände von Aubrey zu finden. Sie fanden ein paar Gegenstände, darunter eine Lederjacke und eine blutige Socke. Leider wurde nie etwas gefunden, das eindeutig Aubrey zugeordnet werden konnte. Am 6. April 2019 behauptete dann Pam Smith, dass Jay Pearson ihr gegenüber gestanden habe, Aubrey ermordet zu haben. Und trotz der Plausibilität dieser Aussage gibt es keine stichhaltigen Beweise, die Jay mit Aubreys Verschwinden in Verbindung bringen. Im Januar 2021 wurde der Gesetzesentwurf Aubrey Alert, House Bill 1790, in die Legislative von Oklahoma eingebracht. Darin wurde gefordert, vermisste Erwachsene in Oklahoma zu melden, insbesondere solche, die als gefährdet gelten und die Dringlichkeit des Verschwindens eines Erwachsenen erhöhen. Im darauffolgenden Monat erklärte der Ausschuss für öffentliche Sicherheit des Repräsentantenhauses jedoch, dass er die Benennung des Gesetzesentwurfs nach einer Transgender-Person absolut nicht unterstützen würde. Daher wurde der Name in The Casey Alert geändert, benannt nach einem vermissten Mädchen namens Casey Russell. Also warum anhand dieser blutigen Socke nicht klar identifiziert werden konnte, ob diese zu Aubrey gehört oder nicht, hat folgende Erklärung. Also am 23. März 2019 suchte ein Team in der Nähe des Hauses der Familie und fand etwa eine halbe Meile entfernt eine blutige Socke, sagte Pam. Sie fügte hinzu, dass das Büro des Sheriffs den Fall dem Oklahoma State Bureau Investigation vorgelegt habe. Und sagte dann weiterhin, dass sie aber nie schlüssige Ergebnisse erhalten hätten. Von daher ist dann weiterhin unbekannt, ob diese Socke zu Aubrey gehört oder nicht. Und fraglich ist natürlich auch, ob dort diese Socke überhaupt untersucht wurde. Die direkte Familie von Aubrey schien wenig Interesse an dem Fall zu haben. Pam Smith und Christian Fancer haben jedoch nicht aufgehört, auf mehr Berichterstattung zu drängen und sie vermuteten eine Straftat. Denn sie wollte mit Sicherheit nicht verschwinden, da sind sich Pam und Christian sicher. Jeder, der Aubrey kannte, wusste, dass sie nicht über einen längeren Zeitraum sich von ihrer Familie fernhalten würde und einfach keinen Kontakt zu ihr aufnehmen würde. Pam und Christian haben nach ihr gesucht und auch eine Facebook-Seite über ihr Verschwinden eingerichtet. Wir teilen ihr Gesicht ständig auf Facebook und lassen Leute wissen, dass immer noch vermisst wird, sagt Christian. Wir werden nicht ruhen, bis wir Antworten bekommen. Ich habe Hoffnung, dass wir Antworten bekommen werden, sagte Pam. Und ich verstehe, dass es vielleicht nicht die Antworten sind, die wir uns wünschen. Aber wir wollen sie einfach nur nach Hause bringen. Wir hätten uns nie vorstellen können, dass wir einmal nach einem Angehörigen suchen würden. Man denkt nie, dass es einen selbst treffen würde. Und dann wacht man plötzlich auf und befindet sich in diesem Albtraum. Also ich weiß nicht, ob es so deutlich geworden ist. Die Pam ist auf jeden Fall die Tante von Aubrey. Und Pam vermutet ein Verbrechen aus Hass. Aubrey war zum Zeitpunkt des Verschwindens 25 Jahre alt und trug oft den Spitznamen Shorty. Sie war 1,70 Meter groß und etwa 150 Pfund schwer. Braunes Haar, braune Augen und ist eine Frau der Cherokee Nation. Sie hat mehrere Tätowierungen, darunter eine Tri-Quetra-Tätowierung auf der Rückseite ihres Halses, eine kreisförmige Tätowierung mit dem Wort Shorty auf ihrer linken Schulter und Tätowierung auf beiden Hüften. Aubrey gilt als Risikopatientin, da sie an Epilepsie leidet und unter anderem Medikamente gegen Krampfanfälle einnehmen muss. Diese hatte sie an diesem Morgen zu Hause gelassen. Ja, ein weiterer tragischer Fall, ein Vermisstenfall, in dem man auch davon ausgehen kann, dass das Opfer tot ist. Ist sie vielleicht irgendwo hingelockt worden? Es ist ja auch unklar, ob sie jemand mitgenommen hat. Sie hat ja bei Facebook einige angeschrieben. Aber da hätte man ja eigentlich auch ermitteln können, anhand der Daten, anhand der Kommunikation bei Facebook, ob da irgendjemand zugesagt hat, sie mitzunehmen oder nicht. Also irgendwie scheint es auch in dem Fall so zu sein, als wenn sehr viele Leute und auch die Behörden
kein richtiges Interesse daran haben, diesen Fall aufzuklären. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.